Perfektes Wetter, ein ansprechendes Ambiente und der Fokus auf einen starken branchenübergreifenden Austausch. So die Essenzen für das zweite Future Sachs Innovationsforum 2016 in Radebeul. Thematisch beleuchteten die Organisatoren diesmal das Feld der Biotechnologie, die eine der Schlüsseltechnologien im Freistaat Sachsen ist. Innovationen entstehen heute nicht mehr vorrangig innerhalb einer bestimmten Branche oder einer bestimmten Technologie, sondern zunehmend an den Schnittstellen dieser Branchen und Technologien. Umso wichtiger und umso lohnender ist es für die sächsische Wirtschaft, sich die Stärken des forschungsintensiven Biotechnologiestandorts Sachsen zunutze zu machen. Leipzig und Dresden sind die Zentren in der noch relativ jungen sächsischen Biotechnologiebranche. Annähern, diskutieren, Schnittstellen stärken. Das Future Sachs Innovationsforum setzt genau darauf und auf Interaktivität. Damit besonders reichhaltig diskutiert werden konnte, gab es unterschiedliche Kommunikationsformate. In Impulsvorträgen wurden die Themen wie die Märkte von übermorgen oder der Wettbewerbsvorteil Nachhaltigkeit inhaltlich unterfüttert und das anschließende Gespräch angeregt. Wir wollen insbesondere den branchenübergreifenden Austausch anregen und wir wollen zeigen, dass manche Prozesse, Geschäftsmodelle oder auch Verfahren für andere Branchen adaptiert werden können. Also Dinge, die beispielsweise in der Biotechnologie ganz normal sind, sind vielleicht auch spannend für den Bereich des Maschinenbaus. Und das ist einfach das, was die Experten mit ihren Erfahrungen, mit ihren Produkten, mit den Inputs, die sie gegeben haben, an ganz andere Akteure, Innovatoren weitergegeben haben. Vier Themenwerkstätten gaben Einblick in die Biotechnologiebranche und regten den Austausch zwischen den über 120 Wissenschaftlern, Unternehmern, politischen Vertretern und Förderern an. Es ging um neue Produkte und Verfahren, darum, wie Innovationen marktauglich werden, aber auch wie Forschung und Wirtschaft künftig miteinander zusammenarbeiten sollten. Wir haben hier richtig gut diskutiert, wir haben auch laut und stimmungsvoll diskutiert. Das Thema ist richtig gut angenommen worden und wir haben es dann selber miterlebt. Da hat es auch richtig die Luft mitgebrannt. Die Kernfrage, die sich in beiden Runden wiedergespiegelt hat, war das Thema, wie schaffe ich aus einer technologischen Lösung einen Marktzugang und einen wirklichen Umsatz und auch einen Gewinn? Also wie schaffe ich es, aus einer technologischen Lösung ein Produkt zu generieren, was im Markt auch wirklich Absatz findet? Interdisziplinarität, der Blick über den Tellerrand, technologieübergreifend innovieren, war das Thema von Professor Dr. Kuniberti der TU Dresden und Dr. Zürgiebel der Biotype Diagnostik GmbH. Um wirklich erfolgreich zu sein, wird eine Annäherung auf gemeinsame Ziele von Forschung und Industrie künftig entscheidend sein, betont Professor Kuniberti in seinem Resümee. Wir leben in der jetzigen Zeit, in Zeiten, wo extrem das Grundlagenforschung und die angewandte Forschung sich geteilt haben. Und als dritter Akteur die Industrie und die Innovation. Wenn man versteht, dass diese potenziellen Probleme da sind, kann man auch sich vorbereiten und in Dialog treten. Ein Leben ohne Biotechnologie ist nicht vorstellbar. Da sind sich die Experten und die Teilnehmer der Themenwerkstätten einig. Künftig gilt es nun, Potenziale auszuschöpfen, die noch im Verborgenen ruhen. Ich selber komme aus der Life Science Branche und sehe unglaublich viel wissenschaftliche Erfindungen. Tatsächlich ist eine Erfindung ja noch keine Innovation. Die Erfindung liegt noch in den Schubladen und sie ist erst dann eine Innovation, wenn sie erfolgreich auf den Markt gebracht wird. Und genau da liegt die Herausforderung. Wir müssen es schaffen, dass diese Hidden Champions aus den Schubladen rauskommen und auf den Markt transferiert werden. Dann wird unser Land Sachsen noch innovativer werden. Von einer der ältesten Biotechnologien, dem Wein, hin zu ganz neuen, unbekannten Produkten und Verfahren. Mit dem Future Sachs Innovationsforum in Radebeul hat das Future Sachs Team eine Tür für künftige Innovationen an den Schnittstellen verschiedener Branchen aufgestoßen.